Für das Backhändl mit Kürbiskernpanier brauchen wir ein ganzes Huhn, Salz, Mehl, Eier, Brösel, gemahlene Kürbiskerne, Pflanzenöl, Zitrone und Petersilie. Zunächst halbieren wir das ganze Händel auf einem großen Brett mit einem scharfen Messer von der Brustseite. Die Händelhälften in Brust, Keule und Flügel teilen. Von jedem Teil die Haut abziehen. Das Händel mit Salz würzen. In drei Schüsseln werden das Mehl, die Brösel-Kürbiskernmischung und versprudelte Eier hergerichtet. Jetzt geht es ans Panieren. Dafür die Händelteile zunächst im Mehl wälzen, dann durch die Eier ziehen und schließlich in der Brösel-Kürbiskernmischung wälzen. Eine große, tiefe Eisenpfanne mit etwa 2 Liter Fett füllen und auf ca. 160 Grad erhitzen. Die Händelstücke nach und nach in heißes Fett einlegen und backen. Bei ca. 160 Grad braucht das Backhändl nun 20 Minuten. Kleine Filetstücke sind schon nach ca. 10 Minuten gar. Das Backhändl aus dem Pflanzenöl heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Nun Petersilie in heißem Fett kurz frittieren. Vorsicht, Abstand halten, das Fett spritzt. Die gebackene Petersilie über das Backhändl verteilen und mit Zitronensaft beträufeln. Als Beilage reicht man klassisch gerne Erdäpfelsalat. Dazu passt ein trockener, frischer, steirischer Welschriesling. Wir wünschen guten Appetit!